Servus, liebe Fernsehzuschauer draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Rainer Zipfel. Ich begrüße euch alle wieder zu der legendären Fernsehsendung Rainer Zipfels Talkrunde. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist einer der besten Klarinettisten in Deutschland. Begrüßen Sie mit mir Professor Thorsten Johans. Hallo Thorsten. Hallo. Grüße dich. Du kommst aus Weimar. Ja, genau. Also zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Du hast mich ja auf Facebook gefunden. Gerne. Und dann mir Kontakt aufgenommen. Ja. Und dann hast du gleich die Einladung ausgesprochen. Das fand ich sehr, sehr nett. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du da bist. 400 Kilometer hergefahren, nachher 400 Kilometer wieder zurück. Das ist schon eine tolle Sache, Thorsten. Fangen wir mit deinem Leben ein bisschen an. Ich möchte meinen Zuschauern dich mal vorstellen. Du bist in Krefeld geboren, auch in Krefeld aufgewachsen. Das ist richtig, ja, genau. Mhm. Du hast viele Jahre Klarinetten- und Saxophonunterricht bei einem ungarischen Lehrer namens, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Laszlo Dömötör. Dömötör. Genommen, ja. Ja. Und in dieser Zeit hast du zahlreiche erste Preise beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert, erspielt. Mhm. Bestimmt auch, ne? Ja, das ist richtig, ja. Wo war der Unterricht? In Krefeld oder wo? Ja, das war ein großes Glück für mich, dass eigentlich in unserer Nachbarschaft steht die Musikschule der Stadt Krefeld. Ja. Und meine Eltern haben mich gar nicht zu einem speziellen Lehrer eigentlich anmelden wollen, sondern einfach an der Musikschule. Ja. Und da bin ich auf diesem fantastischen, und das stehe ich auch bis heute, ja, ein fantastischer Lehrer, ja, so engagiert, so motivierend, deswegen auch diese ganzen Wettbewerbsteilnahmen und Preise, ja, weil er so unglaublich viel gearbeitet hat mit den Schülern. Und es gab auch nie Zeit, dass die Zeit vorbei ist, man ist x-mal die Woche hingekommen. Ja. Sowas gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Also ich will niemandem zu nahe rücken, vielleicht gibt es die immer noch, aber es ist eine Seltenheit, sagen wir mal, diese Art von Lehrertypus. Du hast da Klarinette und Saxophon gelernt. Ja, genau. Also ich wollte eigentlich immer, weil meine Eltern haben früher ganz viel Jazz gehört. Ja. Also das tun sie immer noch, aber auch mittlerweile viel Klassik. Ich wollte immer Saxophon lernen, ja, war aber mit 8 Jahren noch zu klein. Ja. Und also das Gewicht am Hals und die Finger waren ein bisschen zu klein. Und dann hat dieser Lehrer zu mir gesagt, weißt du was, fang doch mit der Klarinette zuerst mal an. Und so ist es gekommen. Dann bin ich zur Klarinette gekommen, wie die Jungfrau zum Kind sozusagen, ja. Später dann hat dieser Lehrer gesagt, willst du nicht jetzt doch auch Saxophon spielen? Also zusätzlich noch. Und das war eine ganz tolle Idee. Und ich habe das viele, viele Jahre parallel gemacht. Und das war für mich eine ganz tolle Zeit, weil ich habe viel Flexibilität gelernt, mich nicht nur auf ein Instrument einzuschießen sozusagen, sondern wirklich diese verschiedenen Musikarten dadurch auch kennengelernt. Also auch Big Band gespielt, Blasorchester, Sinfonieorchester, Kammermusik, ja, mit Saxophon und Kammermusik mit Klarinette. Also das ganze Repertoire, was es eigentlich so gibt für diese Instrumente, gespielt. Das wollte ich dich gerade fragen, Thorsten. Du hast angefangen mit 8 Jahren. Genau, das ist richtig, ja. Das ist schon eigentlich ziemlich früh. Ne? Man sagt immer, so Blasinstrumenten soll man nicht zu früh anfangen. Aber bei dir hat es scheinbar nicht geschadet, im Gegenteil, nur genutzt. Ne? Ich weiß es nicht, vielleicht wäre es besser gewesen, später anzufangen, aber jedenfalls habe ich so angefangen und ich habe das auch nie bereut, dass es so früh war. Du hast dann deine Jugend in Krefeld verlebt, mhm, und bist dann zum Studium mal kurz nach Köln zu Herrn Professor Ralf Mannow. Das war dein Lehrer, dein Professor an der Musikhochschule in Köln. Richtig, hast du dann genau Klassische Klarinette studiert, ne? Richtig, ja. Ja, genau. Ja. Das ist dann natürlich im Studium, muss man sich ein bisschen entscheiden, sage ich mal so. Also dann habe ich mich auch wirklich für das Instrument Klarinette dann entschieden, ja, habe das Saxophon ein bisschen weniger gespielt, ja, obwohl zu der Zeit noch relativ viel Saxophon-Quartett auch. Nach ein paar Jahren, ich habe dann auch geheiratet und wir haben ein Kind bekommen, mhm, und dann habe ich das Saxophon so ein bisschen auf die Reservebank geschoben und das ging einfach nicht anders. Mhm.
Du hast dann dein Studium mit einem Diplom und das Diplom mit Auszeichnung abgeschlossen. Und bis dann, irgendwann, wie viel Zeit waren da dazwischen, Thorsten, stellvertretender Klarinettist der Essener Philharmoniker geworden. War das gleich nach dem Studium oder war das? Das war eigentlich noch im Studium. Noch im Studium? Ja, genau. Ja. Das ist eigentlich die beste Lösung, wenn man im Studium schon mal seine Zukunft aufbaut. Also das ist auf jeden Fall auch für die Professoren oder für die Lehrer ist das auch schön, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung jetzt sagen, wenn schon im Studium so Meilensteine gelegt werden in der Karriere. Das ist eine ganz tolle Zeit, weil man hat immer auch noch Zeit, weiter zu studieren und sich weiterzubilden, aber man hat auch irgendwie schon so ein bisschen Fuß gefasst und das ist für die Studenten aber sehr wichtig. Und für mich war das damals auch sehr, sehr wichtig. Ja. Im Jahr 2002 bist du dann im Alter von 25 Jahren Solo-Klarinettist des WDR-Sinfonieorchesters in Köln gewesen. Das heißt, das muss man sich so vorstellen, der Thorsten steht vorne und die anderen begleiten ihn. Na, das ist nicht ganz richtig. Ja, weil also, Solo-Klarinettist habe ich immer das Gefühl, und heißt eigentlich, dass ein Klarinettist oder ein Instrumentalist, egal ob Klarinettist oder Trompeter, dass er praktisch ein Konzert spielt und das Orchester begleitet ihn. Heißt es normalerweise. Genau. Es ist wahrscheinlich auch Wortglauberei, das jetzt so haarspalterisch quasi auseinanderzunehmen. Aber es meint im Orchester tatsächlich eine Position im Orchester, also als Orchestermusiker in den Reihen der Musiker zu sitzen. Und da gibt es eben verschiedene Stimmen, die gespielt werden. Darf ich unterbrechen? Ja. Du warst praktisch in der Zeit fester Bestandteil des Orchesters. Ja, genau. Das heißt, dann würde ich sagen, du warst erster Klarinettist. Richtig. Ganz ohne Klarinettist. Ist das vielleicht so die Terminologie? Ja. Also ich kenne es immer so, erster und zweiter Klarinettist und Solo-Klarinettist steht vorne. Okay, nee, dann ist es, was du in diesen Wörtern jetzt sozusagen, die wir gefunden haben, ist es die erste Klarinette im Orchester. Ja. Du warst also praktisch Mitglied des WDR-Sinfonieorchesters. Genau. Ja. Wie lange? Das war ich bis 2015, also 13 Jahre lang, von 2002 bis 2015. Eine lange Zeit. Da war ich also erster Klarinettist in diesem Orchester. Ja. Aha, super. 2010 bis 2014 warst du Professor für Klarinette am Konservatorium in Maastricht. Genau. Ich meine, gut, von Köln nach Holland ist nicht so weit. Ne? Nee, das war genau eine Stunde von Haustür zu Haustür. Ja. Hast du da noch in der Zeit auch aktiv Musik gemacht in Köln? Oder? Ja, das habe ich, also die Unterrichtsstelle in Holland habe ich quasi nebenbei gemacht. Das war auch, also nebenbei heißt jetzt nicht, dass ich das vernachlässigt habe, sondern das war auch vom Konservatorium so gedacht in Maastricht. Die haben gesagt, wir wollen jemanden, der ständig im Orchester spielt und der also die Erfahrung auch hat und die Erfahrung an die Studenten weitergibt. Und das ist halt mit der Professur jetzt, die ich habe, ich weiß nicht, ob du darauf abgezielt hast, nicht mehr möglich. Es ist aber rechtliche Gründe, dass man nicht eine volle Professur haben darf und eine volle Orchesterstelle. Das ist nicht also politisch auch nicht gewollt im kulturpolitischen Bereich und ist einfach, weil ich denke, man kann dann wirklich auch nicht jeder Sache gleich gerecht werden. Mhm. Ja, und in Maastricht hatte ich ein paar Stunden und kein volles Deputat. Ab 2014 oder seit 2014 bist du Professor für Klarinette an der Musikhochschule in Weimar, die den schönen Namen Franz Liszt trägt. Genau. Und da bist du dann fest praktisch eingeplant. Du bist also praktisch fest angestellt. Genau, ja. 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 Jetzt geht's los, ihr liebe Leute. Ich habe einmal die Arbeit gemacht und den Thorsten seine Arrangements abgelistet. Ihr werdet überrascht sein, der Thorsten ist ein Weltenbummler in Sachen klassischer Musik. Der hat in New York gespielt, der hat in Japan, in Tokio gespielt, hat eine eigene Tournee quer durch Australien gehabt und hat den Echo bekommen. Da gehen wir später noch drauf ein. Zwar nicht an einer, aber er hat ihn bekommen für eine Einspielung von Don Giovanni. Richtig, ja, genau. Jetzt sagen wir mal, Thorsten, wie kommt man an diese Leute ran? Ich habe gelesen, der Dirigent von den New Yorker Philharmonikern hat dich persönlich eingeladen,
als einziger deutscher Klavierist ist dir das zuteil geworden. Das ist doch eine große Ehre, oder? Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube mittlerweile, also er ist zwar nicht deutsch, aber ich glaube der Wenzel Fuchs war mittlerweile auch mal da, ja. Aber nach mir. Das ist jetzt nicht, zu einer Battle werden oder so. Also jedenfalls zu der damaligen Zeit war ich der Erste, der da gespielt hat, der nicht Amerikaner oder Engländer war. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wer da alles schon gespielt hat, aber als Deutscher war ich da der Erste. Ja, das kommt, weil ich den Alan Gilbert in Schweden kennengelernt habe und mit dem zusammen Kammermusik gespielt habe. Wir haben damals Brahms Quintett gespielt. Er ist ein ganz begnadeter Geiger und Bratscher. Und er hat damals die Bratsche gespielt, im Klarinettenquintett von Johannes Brahms. Und danach hat er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, mal dort eine Woche zu spielen, um mal so zu sehen, wie die Kollegen das dort finden und wie mir das gefallen würde. Mit der Frage verbunden, ob ich eventuell auch mir vorstellen könnte, dorthin zu ziehen mit Familie und diese Stelle auszufüllen. Hast du da im Orchester gespielt oder vorne drin? Nein, ich habe wieder im Orchester gespielt. Im Orchester! Aber das ist immer wahrscheinlich dieses Wort, das so verwirrend ist. Aber du hast auch viele Solo-Konzerte gegeben, ne? Ja, also viele. Es gibt Leute, die spielen deutlich mehr Solo-Konzerte als ich. Aber ja, doch, ich habe schon einiges gemacht. Aber mit der Tournee durch Australien bestimmt, ne? Ja, das ist eine Kammermusikformation gewesen, ein Messerquintett. Vor 5 Jahren war das jetzt. Und letztes Jahr war ich nochmal dort und habe da, das ist immer verbunden, eigentlich, wenn ich in Australien war, etwas zu unterrichten auch. Also ja. eine Australian Academy for Music. Und auch Konzerte zu spielen, Kammermusik, ein bisschen was Solistisches. Also eigentlich das Rundum-Paket. Wenn man dann schon mal hingeflogen ist, dann soll man auch alles machen. Ja. Du warst, habe ich gelesen, in Melbourne, Adelaide, Canberra, Brisbane und auch in der sagenumwobenen Sydney Opera House. Genau. In dem Opera House hast du gespielt. Ne? Vielleicht das bekannteste Opernhaus der Welt, oder? Ja. Also von außen jedenfalls. Kann man so sagen, ja. Also das ist schon enorm. Und da bist du ja in der ganzen Welt praktisch rumgekommen. New York, Japan war es auch, in Tokio, ne? Ja, das war ganz oft mit dem Orchester, mit dem WDR-Sinfonieorchester, war ich ein paar Mal da. Ja. Ja. Du hast mit so namhaften Dirigenten zusammengearbeitet, wie Neville Mariner, Semyon Bychkov, Ivan Ortland, Howard Griffiths, Jonathan Stockhammer, Christian Vasquez und dann Ettinger. Sind ja alles keine unbeschriebenen Fehler, ne? Ja, das sind doch durchaus bekannte Dirigenten, ja. Ja. Gut, die ältere Generation kennt ja wahrscheinlich eher den Herbert von Karajan, aber so die neue Generation, da sind diese Namen schon hochkarätig. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Du hast zusammengearbeitet mit dem NDR Sinfonieorchester in Hamburg, mit dem Berliner Philharmonium, mit dem Münchner Philharmonium, mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Deutsche Sinfonieorchester und Ensemble Modern in Frankfurt. Richtig, ja, genau. Und mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks werde ich jetzt auch noch, jetzt ganz aktuell in 2 Wochen, eine Konzertreihe mitspielen. Also ich bin gefragt worden, da mitzuspielen im Orchester. Ja. Nicht, dass wir wieder die Verwechslung haben. Ja. Und das ist auch verbunden auch nochmal mit einer Reise nach New York. Aha. Und auch nach Russland, nach Moskau und St. Petersburg und auch noch nach Finnland, nach Helsinki und nach Riga. Also da werde ich nochmal mit denen spielen. Du hast zusammen mit dem Ensemble Opera Senza den Echo bekommen, 2008, ein Echo Klassik für die Einspielung von Mozarts Don Giovanni. Wie viele Mitglieder waren denn in dem Ensemble, außer dir? Das ist ein Bläser-Oktett. Plus Kontrabass, also das heißt, wir sind 8 Bläser und ein Kontrabass. Der Kontrabass ist oft eine Verdopplung vom zweiten Fagott, kann man eigentlich sagen, ja, also von einer Bassverdopplung, was aber sehr schön ist, was den Klang des Ensembles nochmal aufwertet, finde ich. Also wenn 8 Bläser da sitzen und noch ein Kontrabass dazu. Und es ist quasi, könnte man sagen, eine Originalbesetzung, wie zu Mozarts Zeiten, wo
wo diese die neuen Opern, die geschrieben wurden, als Harmonie, mhm. hat man das genannt, als Harmonie in, sozusagen unter die Leute gebracht worden mhm. sind, um die Oper bekannt zu machen, weil mhm. nicht immer die ganze Kompanie, das ganze Opernhaus mhm. mit Bühne und Sängern und Statisten und Orchester alle durch die Lande ziehen konnten, hat man das quasi wie eine Oper im Taschenformat, kann man das vielleicht nennen. Mhm. Also haben wir das jedenfalls immer verstanden als Ensemble. Wir haben mehrere Opern aufgenommen, nicht, sondern aufgenommen haben wir nur Don Giovanni. Aber wir haben in vielen Konzerten auch zum Beispiel von Smetana die verkaufte Braut gespielt oder auch noch die Zauberflöte haben wir auch, oder Fidelio. Alles in Originalfassungen. Alles in Original. Nichts gekürztes. So. Ja, also wir haben schon mal ein bisschen gekürzt, wenn es dann ja. etwas zu lang geworden ist. Wir haben ja. das auch mit teilweise sehr bekannten Sprechern gemacht, zum Beispiel einmal mit Herbert Feuerstein beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Ja. Das ist sehr, sehr gut angekommen. Er hat es natürlich sehr humoristisch gemacht, aber auch ja. sehr, sehr geistreich natürlich, wie er so ist. Und das sind einfach tolle Erinnerungen an dieses Ensemble. Harmoniemusik haben wir uns ja auch genannt, oder Harmoniemusik zu Don Giovanni, so ja. heißt denn immer dieser ja. Titel. Und das Ensemble, wie gesagt, Opera Senza, gibt es jetzt zumindest mit mir nicht mehr. Also ja. ich wüsste nicht, dass es jetzt weiter existiert. Das sind manchmal so Sachen, dann hat man alles gespielt, dann wird vielleicht eine Kollege pensioniert, ja. der andere geht weg, so wie ich. Und dann irgendwie zerläuft so ein Ensemble, ist eigentlich sehr schade, ja. weil wir hatten damals da sehr viel erreicht mit diesem Preis, mit diesem Echo Klassik. Die Musikwissenschaftler sagen dazu, das sind Projekte, die da gemacht werden. Projektmusik eigentlich. Schlimmes Wort für sowas eigentlich. Ne? Normal ist es Kunst, aber die teilen sich immer in Projekte ein, weil du, wie du sagst, es treffen sich mehrere Musiker zu einem Thema, einem Projekt, und dann geht es wieder auseinander. Ja, obwohl ich muss dazu sagen, das war vielleicht die Ausnahme bei diesem Ensemble. Wir waren alle Kollegen im WDR-Sinfonieorchester. Ach so. Also wir haben im Orchester zusammen gespielt und haben dann gefunden, dass es doch schön wäre, auch intensiv Kammermusik zusammen zu machen. War bei der Einspielung auch Gesang dabei? Nein. Nur instrumental? Genau. Das ist praktisch, das man kann so sagen, auf die Schlager- und Bobwelt übertragen. Ihr habt das Playback für die Oper eingespielt. Ja. Also salopp ausdrücken genau. darf, ne? Also die Singstimme ist dann, wenn es eine Frauensingstimme war, in der Oboe zum Beispiel zu finden. Oder in der Klarinette. Stimmt, mir das schwer. Und, ne, und die der Bassstimme in der Zauberflöte oder Entführung aus dem Serail, ja, ja. das haben wir auch gemacht, ist dann in anderen Stimmen. Das muss man sehr gut rausarbeiten, dass das wirklich wie eine Stimme dann auch sich überträgt im Gestus. Jetzt sitzt du als Orchestermusiker, auch als erfahrener Orchestermusiker, hast vielleicht Don Giovanni als Orchestermusiker begleitet, auf einmal kommen da Melodien, die hast du als Instrumentalist nie gespielt, ne? Die ja. neu für dich sind. An sich ist es eine interessante Erfahrung. Man lernt auch den Gesang dann besser zu schätzen wahrscheinlich. Ne? Absolut. Und auch dieses gesangliche Spiel auch zu versuchen, ja, nicht zu übertreiben vielleicht, aber doch das zu in einem eigenen Spiel zu steigern. Ja. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Vor allen Dingen, wie lange dauert die Oper? 3 Stunden oder 4 Stunden? Also ich glaube, Don Giovanni ist keine kurze Mozart-Oper, aber ich finde dann so 3, sowas, ja. Also man muss natürlich ein bisschen kürzen, weil sonst ist es für ein Konzert einfach zu lang, weil dann fehlt dann doch die Bühne, ja. Die Verkleidung, ja. Die ganze Technik auch, die da so vorkommt und das ja auch alles kurzweiliger noch macht. Wenn man jetzt nur die Musik hat, muss man sich ein bisschen auf die Essenz konzentrieren. Das wollte ich gerade sagen, wenn du im Orchestergraben sitzt, das ganze Flair außenrum, man spürt das Publikum im Rücken oder im Gesicht. Das hast du also im Dojo nicht. Jetzt sollst du praktisch eine Oper spielen, ohne diese praktisch Außeneinflüsse. Das halte ich für sehr schwer. Ne? Weil du musst ja genau die Stimmung wiedergeben, wie wenn du sie im Theater spielst. Ne? Absolut, ja, ja. Genau. Das ist jedenfalls das Ziel, das ist die Aufgabe. Ich denke, deswegen habt ihr auch gesagt, weil ihr das so gut gemacht habt, das ist ein Echo-Wert. Ich finde, es ist wirklich ein Echo-Wert, weil... Die Aufnahme habe ich dir gar nicht mitgebracht, fällt mir gerade auf. Die werde ich noch per Post nachliefern.
Jetzt hast du nur 13 Lesen gemacht. Das fehlt. Das ist so. Ja, ausgerechnet. Und jetzt reden wir so viel über die Aufnahme, die ich gar nicht mitgebracht habe. Ja, das macht doch nichts. Ja. Weil mich interessiert ist, weil es machen nicht so viele. Und deswegen bin ich da aus hier, hat die Jury gesagt, das ist ein Echo wert, weil es ist nicht so einfach, ein Ober instrumental wiederzugeben, mit den ganzen Gesangsstimmen. Also auch und dann noch im Tonstudio in dieser technischen Atmosphäre, das halte ich schon für. Das waren sehr, sehr gute Tonmeister, die es gemacht haben. Ja, klar, logisch, ja. Davon gehe ich aus, aber trotzdem muss auch der Musiker bereit sein, das wiederzugeben, was er fühlt, und das ist im Tonstudio halt schwerer, wenn er in der Oper sitzt oder so. Ja, ja, absolut. Ja. Das ist, ich vergleiche das ungefähr, wenn du zu Hause übst, ne, da wirst du nie die gleiche Leistung emotional bringen, wie wenn du ein Konzert spielst. Ne. Aber im Tonstudio musst du das bringen, weil die Leute, die es anhören, wollen die gleiche Leistung, das gleiche Niveau wie in der Oper. Und das halte ich für sehr schwierig und ich muss was mal anhören, aber ich bin mir sicher, er hat das gut gemacht. Bin ich bin gespannt, du wirst mir dann sagen, wie du das findest. Sonst hätte er kein Echo bekommen. Echo bekommen. Ja. Naja, jetzt hast du auch natürlich, obwohl ich festgestellt habe, dass nicht alles Solo-Konzerte waren, aber du hast auch einige Solo-Konzerte gemacht. Zum Beispiel Schleswig-Holstein habe ich gelesen, Mecklenburg-Vorpommern, Verredner Musikdare und so weiter und so fort. In Österreich warst du zweimal gewesen. Du spielst aber nicht nur das bekannte Mozart-Konzert, wo wir dann zum Schluss nochmal einen Ausschnitt hören werden, den berühmten zweiten Satz, das Thema, da freuen wir uns schon drauf, sondern du hast natürlich ein großes Repertoire. Ja. Wie viele Stücke zählt denn dein Repertoire? Kannst du das mal ungefähr? Auf die Frage bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Du musst es nicht zählen, aber das ja, heißt... Also ich meine, man muss immer sagen, man hat ein Wunschrepertoire, das man auch versucht zu pflegen. Und dann gibt es das realistische Repertoire, das, was man gefragt wird zu spielen. Und das finde ich immer wieder, da ist eine große Diskrepanz. Und leider muss man wirklich sagen, wird eben das, sag jetzt mal, das Gängige öfter gefragt, natürlich. Auch, ich verstehe es natürlich, also Mozart, Weber, aber vor allem Mozart ist einfach, es ist ja auch ein Wahnsinnskonzert, es ist einfach so schön. Ja. Und das ist ja auch für den Musikkenner ist es toll und für den Musiklaien ist es auch toll. Das macht ja dieses Mozarts Musik eigentlich so einzigartig. Also was ich sagen will ist, es gibt viel Repertoire, also zum Beispiel ein Nielsen-Konzert oder Aaron Copland-Konzert, dass ich auch schon mit dem WDR gespielt habe, dann aber auch vor dem Orchester, weil im Orchester sind gar keine Klarinetten besetzt. Oder auch von Richard Strauss, das Duett Concertino, ist aber auch schon Randrepertoire, kann man sagen, wird auch jetzt nicht so oft danach gefragt. Also man muss schon als Solist auch versuchen, Konzerte, also Stücke meine ich damit, Werke zu promoten eigentlich, also zu versuchen, die auch zu verkaufen, also zu einem Management gehen und sagen, ich möchte das gerne spielen, wer das dann kann sein, dass da Interesse kommt, dann kann er sagen, soll man nicht am Ende doch Mozart spielen? Kommt dann ganz oft. Das ist eigentlich sehr schade, weil das Repertoire ist dadurch dann nach außen hin betrachtet eigentlich sehr eingeengt, obwohl es eigentlich sehr reich ist. Und man könnte 10 Konzerte, verschiedene Konzerte spielen, von Paul Hindemith, kennt kein Mensch, glaube ich, das Konzert für Klarinette und Orchester. Das kann man aber ganz schwer programmieren. Warum, weiß ich nicht. Das gibt es noch sehr viel sehr konservative Musikmeinungen auch. Das ist, wie gesagt, sehr schade, weil es ist ein sehr reiches Repertoire und gespielt wird am Ende aber doch Klassik, Romantik und was später kommt, na, auch Aaron Copland ist ja auch für Benny Goodman geschrieben zum Beispiel und hat ja diese Jazz-Elemente, ist aber trotzdem in einer klassischen Form, also hat beide vereint, eigentlich diese beiden Welten, wird auch schon natürlich öfters gespielt, aber längst nicht so oft wie Mozart. Das ist immer dieses Thema, was gefällt dem Künstler und was gefällt dem Publikum. Und da ist bei der Klassik nicht anders wie in der Schlager-, Pop- oder Country-Welt, da die Mischung zu finden, wo beide
sich wiederfinden. Ja, mit der Künstler, genau. Dass er sagt, okay, das bin ich bereit zu spielen. Und das Publikum bereit ist, das anzuerkennen, akzeptieren, das muss erstmal gefunden werden. Und deswegen ist es ja oft einmal so, es gibt Künstler, die sagen, ich spiele alles, Hauptsache dem Publikum gefällt's, aber die spielen dann öfter mal, oder oft mal mit Lange, weil die kommen dann mit sich selbst in Konflikt. Mhm. Also Künstler kenne ich auch einige. Es gibt auch Künstler, die sagen, ich spiele nur das, was ich mir selbst antun will. Die haben dann wahrscheinlich wenig Publikum, auch solche Künstler gibt es. Und gerade diese Mischung ist nicht einfach zu finden. Ja, genau, aber ich denke, die Mischung zu suchen ist für mich persönlich jedenfalls ein Ideal. Also die Dinge zu spielen, die man gerne spielt, ja, und die auch das Publikum gerne mag, aber auch mal das Publikum ein bisschen herauszufordern mit was Neuem, wo man selber auch Energie hat und das zeigen möchte, weil das vielleicht noch keiner gehört hat oder keiner von denen, die dann da sind. Weil es dann doch oft so ein Fachpublikum in der Hochschule, natürlich kennen wir das Repertoire und die Kollegen und die Studenten alle, für viele ist was ganz normal, was für das Publikum noch gar nicht normal ist. Das ist, glaube ich, die Aufgabe der Musiker und der Künstler, das zu vereinen, also das Publikum auch so ein bisschen mitzunehmen, im doppelten Sinne, ja, also mitreißend zu spielen, aber auch mitzunehmen, vielleicht auf einen neuen Pfad und zu zeigen, guck mal, hier gibt es was Neues, ist doch auch schön, und so ein bisschen das, was ich meine, so mit dem Verkaufen wollen, also ein bisschen das Fördern auch. Ja, ich mache ja auch zum Beispiel jedes Jahr 2 bis 3 Uraufführungen von richtig neuer Musik, also wirklich nicht jetzt irgendwas, was lange in der Schublade ist und noch nie aufgeführt worden ist, nicht so eine Uraufführung, sondern ein Stück oder Stücke, die neu geschrieben worden sind, dann oft eben auch durch meine Anregung für mich geschrieben worden sind, zum Beispiel von Moritz Eggert, das Stück Aura für Solo, Klarinette und Orchester, was ich vor ein paar Jahren aufgeführt habe. Und so gibt es immer wieder dieses Jahr mal ein Stück von Dimitri Terzakis, der das auch für mich geschrieben hat, ein Solostück. Mhm. Und ich muss dann auch die Komponisten fragen, die sagen, ja, kannst du das vielleicht irgendwo auf dem Festival oder so einbringen? Und ich gebe mir immer Mühe und manchmal klappt es auch. Ja? Also das, man darf nicht aufgeben. Man muss dann der Künstler praktisch der Promoter des Stückes sein. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja? Das kommt mir oft so vor. Ja, sonst wäre es ja so, dass bei allen Konzerten immer wieder dasselbe gespielt werden würde. Das wäre auch nichts. Ne? Nee, das wäre auch sehr schade, ne? Weil es ist so reich, es ist so wie der ganze Supermarkt ist voller verschiedener Lebensmittel und man kauft immer nur das eine. Und das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen, ja? Dass die Abwechslung macht. Das heißt ja nicht, dass man das Bewährte deswegen vergessen soll. Gar nicht. Ne? Also das ist nur eine Erweiterung, eine Bereicherung. Vielleicht ist es am besten so, wenn man es so macht, so handhabt, wie bei diesen Neujahrskonzerten. Natürlich gibt es da Stücke, die nie fehlen dürfen, zum Beispiel der Radetzky-Marsch. Genau, die Erwartung muss erfüllt werden. Ja, aber die bringen immer so ein Stück rein, was keiner merkt, hoppla, was Neues. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man es so macht, dass man das Altbewährte spielt, aber immer so ein bisschen was dazu mischt. Also so denke ich mir. Ja, der Ansatz so willst du es auch machen. Mhm. Aber zurzeit bist du voll beschäftigt als Professor für Klarinette in Weimar. Das heißt, du bist im Moment nicht aktiv in der Musikszene als Musiker, oder? Sehe ich das falsch? Das siehst du falsch. Ja, genau. Oh! Nein, also wie ich schon sagte, also ich bin. Dann sag mal die Pläne, die du hast. Ja, genau. Also jetzt in ein paar Wochen bin ich mit dem BR-Sinfonieorchester auf Tournee. New York und in Russland, und dann habe ich nochmal 2 Solokonzerte mit dem kleinen Kammerorchester. Da spiele ich das Weber, das Karl Maria von Weber Quintett, in der Fassung für Klarinette und Streichorchester. Ja. Und dann habe ich ein Kammerkonzert mit Debussy, Rhapsodie und Brahms Trio, das ist mit José Gallardo und mit Maximilian Hornung in Bayern, glaube ich auch, ja. Ich persönlich bin jetzt gerade natürlich nicht in Bayern, deshalb sage ich nicht auch, ja, das kann ein bisschen dann so aufbauen. Also ich mache sehr viel und es ist auch, man könnte sich jetzt denken, ja, Moment, der soll doch jetzt gefälligst
in der Hochschule sein den ganzen Tag mit Studenten, aber es ist tatsächlich also von Berufsbild her wirklich so gedacht und auch von mir persönlich, dass ich möchte nicht theoretisch unterrichten, sondern ich möchte wirklich auch davon zehren, was ich selber mache, um das weiterzugeben. Also sozusagen also praxisorientiertes Unterrichten. Und dafür brauche ich einfach auch den Draht zu anderen Musikern und zum Konzertleben. Ich habe auch eine Agentur, die für mich Sachen akquiriert. Und das ist einfach wichtig, da im Gespräch zu sein, weil sonst kommt auch vielleicht immer weniger kommen Leute, die dann auch bei mir studieren wollen, weil ich muss mich auch ein bisschen zeigen. Was auch gut ist, ist ja, wenn du Unterricht gibst und du bist mit dieser ganzen Konzertwelt verbunden, das heißt, du kennst die Leute, dann ist es ja auch gut für deine Schüler. Das heißt, wenn jemand gut ist, dann wirst du auch versuchen, ihn in diese Welt einzubauen. Wenn du jetzt von dieser Welt keine Ahnung hättest, wäre es ja auch für den Unterricht nicht gerade förderlich. Ne? Weil du könntest zwar den Leuten vielleicht auch viel zeigen, aber du könntest denen nicht so den Weg vorgehen und auch vor allem die Kontakte dann knüpfen, wenn er jetzt sein Studium abgeschlossen hat. Ja. Also, ja, das ist auf jeden Fall ein Stück weit absolut richtig. Ich meine, die Kontakte knüpfen letzten Endes, weil es ja kein großes Gemauschel da oder so gibt, müssen die Studenten selber, die müssen sich ja selber bei Probespielen ihre Leistung zeigen und sich behaupten. Man kann natürlich, aber was ich versuche daraus eben zu lernen, wenn ich in anderen Orchestern spiele, so ein bisschen zu wissen, wie ist gerade eigentlich so der Trend, um das auch mit in den Unterricht einzubauen. Also wie erwartet man eigentlich jetzt gerade, dass jemand spielen sollte bei einem Probespiel, um möglichst weit zu kommen oder die Stelle zu bekommen? Das ist ja auch immer mein Reden. Das ist nicht nur in der Musik so, in allen Sparten ist es so, die Universitäten müssten viel mehr mit der Welt da draußen zusammenarbeiten. Aber wie ist es als Professor? Meistens sind es Gastprofessoren. Die werden dann für 2-3 Vorlesungen engagiert. Spitzenleute, kennen sich top aus, aber haben mit der praktischen Welt nichts am Hut. Und das ist bei dir anders. Du kannst sagen, Leute, wenn ihr das und das bringt, dann gebe ich euch mal den Tipp oder stellt die Verbindung her. Und das ist doch auch für die Schüler dann immer motivierend. Absolut, ja, genau so sehe ich das. Also als Brücke eigentlich zwischen dem zwischen dieser universitären Welt und der praktischen Musikerwelt. Weil alle haben ja im Prinzip studiert, die jetzt im Orchester sind. Ja. Aber bei vielen ist es auch lange her. Ja. Und dann ist man auch so in seiner Welt, in dieser praktischen Welt, die auch vieles ausklammert. Ja. Und die Universität klammert auch Sachen aus. Und ich denke, man braucht diese, wie du sagst, diese praxisorientierte Ausbildung. Ich denke, in der Medizin hat man das vielleicht manchmal auch. Ja. Also dass Leute wirklich dann auch Forschung betreiben, direkt auch für das Thema, weil dass sie da angestellt sind, als Professor oder Doktor. Ja. Also ich denke, da gibt es sowas auch. Es gibt, denke ich, Studiengänge, die vielleicht eher theoretisch sind, aber Musik ist natürlich einfach ein praktisches, eigentlich ja auch ein Ausbildungsberuf, könnte man sagen. Ne? Früher bin ich gefragt worden, als ich angefangen habe beim WDR, wie man so können sagt, Junge, hast du gelernt oder hast du studiert? Ja. Und also das ist eine schöne Frage, die natürlich das beinhaltet. Okay, hast du so theoretisch was gelernt oder kannst du es jetzt eigentlich? Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen das, was du sagst. Ne? Das heißt, der Thorsten ist nicht nur ein Wanderer in der Welt, sondern auch zwischen den Welten, zwischen der Uni-Welt und der Konzertwelt. Ja, und das machen aber, ich muss dazu sagen, da bin ich jetzt nicht exotisch, das sollten alle machen und das machen im Prinzip auch alle, ja, also fast alle Kollegen jetzt, die mich umgeben, die sind genauso drauf, sag ich mal, und versuchen das genauso zu verbinden, weil sonst entsteht wirklich dieser viel beschriebene Elfenbeinturm und man kriegt nichts mit eigentlich von dem praxisorientierten. Ja, machen tun es vielleicht viele, aber man muss ja auch die Kontakte haben und die hast du ja. Ich kenne Professoren, die sagen, auch mit dem will ich mich eigentlich gar nicht beschäftigen. Mir reicht es, wenn ich meine Arbeit ordentlich mache und dass die Schüler was lernen.
Das ist vor allen Dingen natürlich in den Instrumentalfächern ein bisschen anders, aber so in diesen Musikwissenschaftsfächern, da ist es so, die kommen, kriegen ihr Geld und gehen wieder. Und da werden also keine Kontakte geknüpft oder dass einer was sagt, Fritz oder was weiß ich, wie die Leute heute zwar halt alle heißen, mach doch mal das, du bist der ideale Mann für das, was du ja praktisch mäßig vorlebst, gibt es in dieser nicht-instrumentalen Studienwelt sehr wenig. Ne? Das gibt es dann natürlich, die sagen dann, ja gut, dann machen sie halt irgendwo ein Praktikum. Deswegen ist das Praktikum ganz gut, auch in der Universität ein Praktikum zu machen, außerhalb der Universität, wo dann parallel läuft. Oder wie du sagst, so ein zweigleisiges Studium. Studium und Praxis. Ja, wird oft gemacht. Aber das ist der Grund deswegen, weil eben die Professoren sich mit diesen Dingen nicht abgeben wollen, auch nicht abgeben können. Weil sie eben gar nicht die Erfahrung haben. Weil oft ist es auch so, ein Professor ist halt auch ein bestimmtes Alter. Und auch noch dazu. Und irgendwann schaltest du ab, dann machst du deinen Job und fertig. Und das halte ich für. Das wäre schade, ja. Das halte ich bei dir für sehr, gut, vorbildhaft, wie du das machst. Und wenn du sagst, das machen nur mehr Kollegen so, dann mach weiter so. Absolut. Werde ich weitergeben. Ja. Du wohnst in Weimar ja logischerweise. Genau, ja. Wie findest du hier in Weimar? Sehr gut, sehr gut. Das ist wirklich, also ich bin ganz oft gefragt worden von Freunden, Bekannten, Kollegen in Köln und Umgebung. Ja, seid ihr wirklich, wirklich umgezogen jetzt? Und ja, wie ist denn das da so? Also es gibt so, das sind so Vorbehalte ein bisschen, dass man meint, das sei irgendwie, weil das ehemaliger Osten ist, dass es irgendwie da komisch sein muss. Und ich kann das wirklich nur in aller Deutlichkeit sagen, es ist wirklich wunderschön, es ist eine wahnsinnig schöne Stadt und so viel Kultur, die sich da zentriert, wirklich in dieser Stadt, von Literatur, Musik, Franz Liszt, Richard Strauss, Opern sind dort uraufgeführt worden, Hänsel und Gretel, kennen ja vielleicht der ein oder andere, von Humperdinck uraufgeführt in Weimar, im Nationaltheater. Also es gibt und das ist jetzt wirklich nur ein Bruchteil. Martin Luther ist da gewesen, Johann Sebastian Bach ist da gewesen und fast an jedem Haus steht eine Plakette, wer da mal gewohnt hat. Und das sind alles Leute, die man kennt. Und das ist schon sehr beeindruckend. Irgendwann wird dann dein Name auch auf dem Tisch stehen. Hier hat der Thorsten Johanns gewohnt. Das glaube ich nicht. Von 2014 bis 2090 oder so. Da wäre ich aber sehr alt dann. Ja. Bist du ein alter Weimarer? Genau. Ja, also ich kann das wirklich nur, wer noch nicht da gewesen ist, es ist immer eine Reise wert. Es ist wunderschön. Es haben sich auch andere Leute, das ist schon Dominik Horwitz, wohnt ja in Weimar zum Beispiel auch, durch seine Frau. Und also das soll jetzt nicht heißen, deswegen ist das toll, aber ich möchte nur einfach sagen, dass es viele Menschen gibt, die es da sehr gut aushalten. Und es ist, wie gesagt, es ist wunderschön, jetzt gerade im Sommer, der Park an der Ilm, mit dem Goethe-Gartenhaus und. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde lang Sehenswürdigkeiten aufzählen in Weimar. Und es ist alles so schön fußläufig, es ist eine relativ kleine Stadt und sehr, sehr angenehm. Ja gut, ich meine, gerade die Städte in Ostdeutschland sind schon kulturbehaftet. Dresden zum Beispiel. Ja, natürlich, Dresden ist natürlich auch noch ein Leuchtturm. Ja. Ja, das heißt, wenn der Dorst umzieht, zieht er nur nach Dresden um. Nein, also es gibt ja viele tolle, tolle Städte, aber das sind natürlich manchmal etwas in der Erinnerung so benachteiligte Städte vielleicht, wo Leute sagen, na, ich fahre lieber nach München als nach Dresden. Aber eigentlich haben diese Städte unglaublich viel zu bieten. Das ist wirklich, wirklich ganz toll. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ja. Die Kultur lebt. Ja, genau. Und da kann man auch noch was vielleicht ganz Schönes zu wissen. In Weimar zum Beispiel, wenn man jemandem erzählt, was man beruflich macht, also an der Hochschule arbeiten, dann weiß jeder Bescheid. Und es gibt viele Städte in Deutschland, die ich gewesen bin, wo man sagt, ja, wo ist nochmal die Hochschule? Oder, ja. Du hast uns das hingezeigt, geht dir zu. Du hast uns versprochen, noch einen Beweis deines Könnens uns darzubieten.
Du hast ein Spiel jetzt aus dem zweiten, den zweiten Satz aus dem Klavierkonzert von Mozart. Auch für mich, Klassik-Fans, wahrscheinlich allseits bekannt. Genau, und ich bin etwas nervös, weil neben mir der Rainer als Klarinettist sitzt. Das weiß ja vielleicht nicht jeder. Brauchst du ja. Nicht nervös zu sein? Jetzt haben wir es damit auch mal gesagt. Das sind bei den Ersten, ne? Man tut sich gegenseitig nichts. Ja, genau. Also jetzt vom Wolfgang Amadeus Mozart, Klarinettenkonzert, der zweite Satz, erstes und zweites Thema. Bitteschön. Es ist noch höher zu bewerten, weil der Thorsten hat jetzt die ganze Zeit sich mit mir so nett unterhalten. Ja, das ist schwierig jetzt danach zu spielen. Und jetzt hat er sich einen trockenen Mund, ohne sein Bettchen zu befeuchten, gespielt. Und das muss erstmal einer machen. Und ohne auch nur ein bisschen den Ton zu kratzen. Sauber gespielt, Thorsten. Super. Liebe Fernsehzuschauer, das war die einer Zipfel-Store-Runde mit meinem Gast Thorsten Johanns, Professor für Klarinette an der Musikhochschule in Weimar, Franz Liszt Musikhochschule und nicht nur Professor, sondern auch Solo-Klarinettist auf der ganzen Welt unterwegs. Thorsten, ich bedanke mich, dass du bei mir warst. Ich bedanke mich für die Einladung, vielen und Dank. Ich wünsche dir alles Gute und mach so weiter. Ebenso. Und ich brauche dir nicht zu sagen, es wird aufwärts gehen. Es kann eigentlich nicht aufwärts gehen, weil es kann nur so bleiben, wie es ist. Und das wünsche ich dir, dass du weiterhin so viel Erfolg hast wie bisher. Sehr charmant, vielen Dank. Alles klar, Thorsten. Der nächste Gast ist unter anderem am nächsten Montag der Wolfgang Bosbach von der CDU, ehemaliger innenpolitischer Sprecher der CDU. Wir winken nochmal und sagen den Fernsehzuschauern tschüss, bis zum nächsten Rainer Zipfel. Tschüss. Tschüss.